Hallo, ihr lieben Zuschauer, hier beim Kunstwerkstatt Kreativprojekt. Wir wollen euch heute zeigen, wie man aus Naturmaterialien ein schönes Osternest machen kann. Und zwar wollen wir den Kranz außenrum flechten und das Ganze dann mit Moos und selbstgemachten Eiern füllen. Genau, was braucht ihr dazu? Also ihr braucht auf jeden Fall frische Zweige aus der Natur. Da haben wir so Verschiedenes gesammelt im Wald, Milan, gell? Das ist von der Birke, das sieht man auch schon die Samenstände. Und, weißt du noch, was das war, Milan? Von der Lerche. Von der Lerche, genau. Oder was man auch gut nehmen kann, sind vom Haselstrauch die frischen Zweige. Die lassen sich auch sehr gut biegen. Also wichtig ist, dass ihr was nehmt, was ihr ganz gut biegen könnt, ja? Was sich zu so einem Kreis dann biegen lässt. Was haben wir noch zum Biegen und was auch sehr schön mit Blüten hier schön berankt ist, das ist die Ranunkel, die ist auch aus dem Garten. Könnt ihr mal schauen, vielleicht gibt es sie bei euch im Garten. Ansonsten schaut ihr einfach mal in den Park oder an Wegesrändern oder wenn ihr die Möglichkeit habt, mit euren Eltern in den Wald zu gehen, dann wäre das natürlich ganz toll für alles, was ihr hier an Grünem braucht. So, dann genau das Moos, haben wir auch im Wald gesammelt, gell? Das ist im Moment sehr trocken, weil es draußen sehr trocken ist. Es macht aber nichts und das kann man sehr schön dann zum Füllen des Nestes nehmen. Und Blüten aus dem Garten, da schaut ihr einfach mal, was ihr findet. Genau. Was haben wir noch hier, Milan? Kreide. Kreide, ganz normale Straßenkreide. Und da seht ihr mal, das ist hier schon so schönes Kreidepulver. Das hat der Milan nämlich geraspelt, gell? Dafür braucht ihr einfach eine... aus der Küche eine ganz normale Reibe, das kann so eine Käsereibe sein oder eine Muskatnussreibe. Schaut ihr mal, was eure Eltern in der Küche haben. Und ein paar Schälchen, damit man die geriebene Kreide schön aufsammeln kann. Und wir haben uns für jeden hier so einen Teller genommen, da wollen wir unseren Kranz drauf machen, gell? Und jetzt fangen wir mal an. Also ihr nehmt euch erstmal einen von diesen Zweigen, die ihr gesammelt habt. Und dann beginnt ihr mit dem dicken Ende. Das dicke Ende nehmt ihr nach oben. Und biegt das mal vorsichtig zu so einem Kreis. Ja, manchmal wird es auch ein Dreieck, das macht aber nichts. Weil man nimmt mal mehrere Zweige. Ah, der Milan, der macht das super schön rund hier. Genau. Und dann seht ihr schon, damit das ein Kranz wird, könnt ihr ganz gut sehen bei Milan, muss der Zweig immer in den Kreis gewickelt werden und wieder rausgedreht werden. Und man wickelt so lange, bis die ganzen Ästchen schön in den runden Kreis gewickelt sind. Dann könnt ihr wieder beim nächsten ansetzen, wieder mit dem dicken Stängel anfangen. Die biegt ihr euch so in den Kreis. Genau. Und dann wird gewickelt so lange, bis ihr ein richtig schönes, rundes Naturkränzchen geflochten habt. Die riechen auch ganz gut, gell? Mhm. Frischem Grün. Ich nehme hier mal so von der Lerche noch eins. Genau, und das Schöne ist wirklich jetzt in der Frühlingsjahreszeit, wenn ihr mal im Wald schaut oder im Park an den Bäumen, diese ganzen frischen grünen Blätter, da sieht man richtig, der Frühling ist da und bald ist Ostern, gell? Jetzt wickeln wir das nochmal rund. Ja. Wie viele Zweige hast du jetzt gehabt, Milan? Drei. Drei, ne? Bei mir waren es, glaube ich, auch drei. Also so drei oder vier Zweige könnt ihr nehmen. Nehmen wir noch eins. Gut. So, jetzt mache ich das schon mal. Ich mache hier nochmal ein bisschen Platz auf den Tisch. Ah ja, das ist jetzt von dem Hasel. Haselstrauch, ne? Der ist richtig, der lässt sich auch richtig gut biegen. Ne? Mhm. Das ist ganz gut. Dann wird der Strauch, wird der Kranz richtig schön stabil auch. Gut. So, und wenn ihr dann alle kleinen Zweige da reingeflochten habt, könnt ihr sie auch schon auf eurem Teller halten. So, der Milan und ich, wir zeigen euch das jetzt nochmal in die Kamera hier. Ne? Und man sieht, manche Kränze werden ein bisschen größer, manche werden ein bisschen kleiner.
Manchmal sieht es auch ein bisschen wie ein Osterei aus. Ja, so sieht dann schon mal der Kranz aus. Und deiner passt gut auf den Teller, gell? Ja. Ja, meiner ist ein bisschen größer geworden. Jetzt habe ich hier noch so eine Pflanzschale. Vielleicht habt ihr sowas auch. Zu Hause im Garten. Das ist so ein Blumenuntersetzer. Und da legen wir jetzt erstmal unsere Kränze rein. Genau, die zeigen wir nochmal. Super. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt zeigen wir nochmal, wie das mit der Kreide funktioniert. Milan, du darfst mal ein bisschen Kreide reiben. Für unsere bunten Eier. Genau, dann nimmt er einfach Kreide und reibt sie schön an einer von den Flächen, sodass das richtig gutes Pulver wird. Und wenn ihr euch mal die Vogeleier anschaut, ja, die echten Vogeleier, die haben meistens auch so blaue Schale oder grüne oder weiße. Und das sieht dann richtig aus, so wie ihr es auf dem Nest hier ja auch seht. Richtige Vogeleier. Gut, jetzt füllt ihr euch dann die Kreide in die Schalen. Genau. Super. Gut. So, jetzt haben wir quasi unser Pulver. Und da können wir dann gleich unsere Ostereier dann reinmachen. Oh, jetzt haben wir was ganz Wichtiges vergessen am Anfang. Jetzt haben wir hier noch was stehen. Was ist denn das, Milan? Erde. Erde, ne? Und das ist nämlich Erde aus unserem Garten. Und die ist matschig. Richtig lehmig und matschig, ne? Wenn man da mit den Schuhen durchgeht, dann hängt es meistens unten an den Sohlen dran, gell? So, und die Erde sollte so sein, ihr könnt ja mal schauen, ob die bei euch im Garten auch so ist. Wenn man die zusammendrückt, ja, unsere Erde, die klumpt sich, die hält richtig so. Die ist fast ein bisschen wie Ton, wie Töpferton. Oder ihr könnt auch mal schauen, irgendwo am Bach. Oder ihr könnt einfach mal die Erde zu Hause ein bisschen nass machen, ein bisschen feucht machen. Und dann versucht ihr da mal so eine Kugel draus zu rollen. Ja, unsere hält hier ganz super zusammen. Und jetzt mache ich mal eine runde Kugel und forme die noch mal ein bisschen oval. Dann sieht es aus wie ein Osterei. Ja? Milan, hat es bei dir auch geklappt? Ja. Super. Und was machen wir jetzt damit? Wir machen es ins Wasser. Machen wir ein bisschen ins Pulver rein. Genau, wir wälzen das mal in Pulver. Und weil die Erde so schön feucht ist, unsere zumindest, hält das Kreidepulver auch total daran fest. Wenn das bei euch ein bisschen trocken ist, könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser außenrum streichen. Das geht auch. So, jetzt haben wir schon mal unsere Eierchen bunt gemacht. Die legen wir uns mal zur Seite. Und jetzt wollen wir unseren Kranz mit dem schönen Moos noch bestücken. Nimm dir mal ein bisschen schönes Moos raus. Genau, das ist ein bisschen weicher. Wunderbar. Das haben wir heute Morgen gepflückt und es ist schon ein bisschen getrocknet. Man kann das auch ein bisschen mit der Gießkanne ein bisschen gießen vorher, dann wird es schön weich. Und überhaupt könnt ihr es auch dann, wenn ihr es fertig gebaut habt, immer mal gießen. So, jetzt machen wir unsere schönen Nester. So, dann ist auch nochmal hoch, Milan. Super. Und jetzt werden die gefüllt, ne? Erstmal mit unseren Eiern. Und mit Blüten natürlich. Jetzt legen wir uns hier mal Ostereier rein. Vogel-Ostereier. Eins am Schluss. Klebt einfach so zusammen, gell? So, und wenn das so ein schönes weiches Nest ist, dann wird der Osterhase da auch sicher für euch was reinlegen. Na? So, ein letztes Mal bunt gemacht. Der Milan ist schon fertig und ich mache mir hier auch noch ein paar Blüten dran. Und ich glaube, so können wir sie lassen. Guck mal, das sieht schön aus. Da wächst noch die Blume raus. So, also, so könnt ihr euch ein wunderschönes Osternest aus Naturmaterialien machen. Und wenn ihr die direkt im Garten baut, dann braucht ihr noch nicht mal einen Teller, dann könnt ihr das direkt auf die Wiese machen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Osternesten bauen und beim kleinen Vogeleierchen formen. Und ja, viel Spaß. Wir sagen tschüss. 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 Tschüss.